السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تلك Deutsch B2 Hörverstehen Teil 1. Sie hören nun eine Nachrichtensendung. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören die Nachrichtensendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 41 bis 45. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Die Nachrichten. Die Bundesregierung wird im Zuge eines groß angelegten Verkehrsförderungsprojekts den geplanten Neubau zweier Autobahnen in Bayern und Nordrhein-Westfalen mit 2,3 Milliarden Euro unterstützen. Das Geld soll bereits im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden. Ein Regierungssprecher teilte mit, ein Ausbau der Verkehrswege sei dringend erforderlich. In Hessen ist wieder Fleisch entdeckt worden, das falsch auf BSE getestet wurde. Nach Auskunft des Sozialministeriums in Wiesbaden handelt es sich um 308 Kilo Rindfleisch, das aus Bayern stammt. Es sei bereits zu Hamburgern verarbeitet und Anfang Dezember ausgeliefert worden. Gestern Abend habe man die betroffenen Firmen angewiesen, die Ware sofort zurückzurufen. Unklar ist, ob die Hamburger bereits in den Einzelhandel gelangt sind. Kältefrei gab es heute für die Schüler in Tomsk, im fernen Osten Russlands. In der Region herrschen derzeit minus 60 Grad. Den Kindern und Lehrern war ein Schulbesuch nicht mehr zuzumuten. Bei einer Studentenparty im französischen Brest sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer wurden niedergetrampelt, als weitere Menschen versuchten, in den überfüllten Tanzsaal hineinzukommen. Sie erstickten in der Menschenmenge. 4 Partygäste wurden schwer und 7 leicht verletzt. Die Polizei ermittelt. Das Bundesfinanzministerium hat im letzten Jahr über 2,5 Milliarden Euro Steuern weniger eingenommen, als noch im November geschätzt wurde. Das geht aus dem jüngsten Monatsbericht des Ministeriums hervor. Insgesamt lag das Steuereinkommen in Deutschland bei 446 Milliarden Euro. Das sind 4,35% weniger als im Jahr zuvor. Es wird aber erwartet, dass sich die Wirtschaft bald wieder belebt. Deutschland profitiere mehr als andere Staaten von der steigenden Weltkonjunktur. Die Bundesregierung will die Probezeit für Führerscheinneulinge verkürzen. Das meldet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Verkehrsstaatssekretär Hilsberg. Danach will die Regierung eine zusätzliche Ausbildung ermöglichen, mit der die bisherige Probezeit von 2 Jahren auf 1 Jahr verkürzt werden kann. Dabei sollen die Fahranfänger insgesamt 4 Stunden auf Verkehrsplätzen üben, um sich auf gefährliche Situationen vorzubereiten. Ziel sei es, die Unfallzahl besonders bei jungen Fahrern zu senken. Das waren die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1.
Hörverstehen Teil 2. Sie hören einen Ausschnitt aus einer Rundfunksendung über Caravaning, also das Reisen mit Wohnmobilen. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören den Ausschnitt nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 46 bis 55. Markieren Sie Plus, gleich richtig, und Minus, gleich falsch, auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Herzlich willkommen bei Bayern 3, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Deutschen sind ja seit Jahren begeisterte Campingurlauber. Und wir haben uns nun auch darauf eingestellt und möchten Ihnen heute einige Tipps zum Thema Wohnmobile geben. Und gewinnen können Sie natürlich auch etwas, wie jeden Sonntag bei uns. Wenn Sie nachher als Erster bei uns anrufen, die Nummer gebe ich wie immer erst später bekannt, können Sie als Hauptpreis eine einmonatige Reise quer durch Spanien gewinnen. Es gibt außerdem noch einige Trostpreise, nämlich 3 Reiseführer mit dem Thema Campingurlaub in Europa und schließlich auch noch einen Gutschein über 5 € für den großen Campingausstatter Reiselust Jochimsen in München. Da können Sie sich dann für den Anfang vielleicht ein Zelt kaufen, wer weiß. Also, der Schwerpunkt heute sind Wohnmobile und unser Gast ist Thomas Schilp vom Deutschen Camperverband. Herr Schilp, ganz neu auf dem Markt ist jetzt gerade das Wohnmobil Camper 500F. Können Sie unseren Hörern dieses Wohnmobil kurz vorstellen? Ja, guten Tag. Also, in diesem Wohnmobil befinden sich nicht nur Schlafplätze für bis zu 4 Personen, ein Dusch- und Waschraum, natürlich eine Toilette ist dort vorhanden, aber auch eine komplette Küche inklusive Kühlschrank. Der Motor des Camper 500F ist recht leistungsstark, sodass man auch auf der Autobahn recht flott vorankommt und selbst bei der Fahrt durchs Gebirge keine Probleme hat. Fahren kann man ihn natürlich mit dem normalen Pkw-Führerschein. Das ist doch sicher interessant für alle, die ein neues Wohnmobil kaufen wollen. Der Deutsche Campingverband empfiehlt allerdings, nicht sofort ein Wohnmobil zu kaufen, wenn man zum ersten Mal solch einen Urlaub plant. Warum eigentlich? Man kann ein Wohnmobil auch an den meisten Urlaubsorten mieten und dann erst einmal schauen, ob einem der Urlaub im Wohnmobil überhaupt liegt. Unser Campingverband empfiehlt außerdem, das Wohnmobil rechtzeitig zu buchen und auf keinen Fall erst am Urlaubsort. Dann hat man nämlich meist Pech und es ist schon längst alles ausgebucht. Bei unseren Recherchen für den heutigen Beitrag haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele mit einem Wohnmobil verbinden, dass man frei und unabhängig ist. Stimmt das? Ja, das ist im Kern sicher richtig. Auch wenn man mit einem Wohnmobil natürlich immer ein Stück zu Hause dabei hat. Aber wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt,
wenn das Wetter schlecht ist. Und ich höre, 500 Kilometer weiter gibt es besseres Wetter. Dann packe ich eben zusammen und fahre weiter. Vielleicht stecken Sie gerade einmal die beiden Extreme ab. Wie günstig kann so ein Wohnmobilurlaub sein? Und wie teuer? Kann man überhaupt luxuriösen Urlaub im Wohnmobil machen? Naja, ich sag's mal so. Wenn Sie gerade mal ein Wohnmobil gemietet haben und denken, Mensch, das ist was für mich, so ein Campingurlaub, dann können Sie sich zunächst ein gebrauchtes Wohnmobil kaufen. Die sind durchaus noch urlaubstauglich. Das sind ganz normale Fahrzeuge, 15, 20 Jahre alt. Die tun's für den Anfang. Aber nach oben hin sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Es gibt auch Wohnmobile, die 200.000 Euro kosten. Natürlich kann sich die fast niemand leisten. Man muss aber sagen, dass in jedem Wohnmobil heute, auch in den normalen, die Ausstattung schon sehr, sehr gut ist. Und weil Sie mich gefragt haben, ja sicher, man kann in einem Wohnmobil auch einen wirklich luxuriösen Urlaub machen. Dafür ist alles vorhanden. Da Sie jetzt gerade noch einmal das Thema Mieten angesprochen haben, wo liegen denn die Mieten für ein Wohnmobil? Womit muss ich da rechnen? Hängt das davon ab, ob gerade Winter oder Sommer ist? Also nicht ganz. Die Preise hängen stark davon ab, ob gerade Ferien sind oder nicht. Egal ob Winter oder Sommer. In den Ferien ist es immer teurer. Die konkreten Preise sind aber auch von dem genauen Ziel, der Dauer der Reise und der Anzahl der Personen abhängig. Da kann man schlecht einen Preis nennen. Wir beraten aber Interessierte gerne bei uns. Vielen Dank an Thomas Schilp vom Deutschen Campingverband. Mehr zum Thema Wohnmobile finden Sie auch auf unserer Internetseite. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Sie haben nun noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Antworten zu überprüfen. Ende des Tests Hörverstehen, Teil 2. Hörverstehen, Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen bei den Aufgaben 56 bis 60. Markieren Sie Plus gleich richtig und Minus gleich falsch auf dem Antwortbogen. Nummer 56. Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Willkommen beim Informationsdienst der Deutschen Telekom. Ihr Anruf kostet 45 Cent pro Minute. Neu unter dem Stichwort Börse, aktuelle Aktienkurse und Indizes. Unter der 0812, 3x12, erhalten Sie rund um die Uhr aktuelle Informationen zu den Themen Wetter, Börse, Sport, Spiel und Spaß, Freizeit oder die Zeitansage. Sprechen Sie Ihren Wunsch einfach aus. Sie können den gewünschten Dienst auch über die Tastatur anwählen. Nummer 57. Im Radio hören Sie Folgendes.
Die fünfte Jahreszeit beginnt. Unzählige Karnevalsveranstaltungen warten in den nächsten Tagen auf Sie. Ab morgen ziehen die Narren der Region durch die Straßen. In Hanau fällt der Startschuss für den Zug um 14 Uhr. 11 Minuten später findet Europas größter Jugendmaskenzug in Mainz statt. Ebenfalls in Mainz, auf der anderen Rheinseite, gibt es ein buntes Kinderfest ab 10.11 Uhr. Mit Kinderfastnachtsumzug um 15.11 Uhr. Nummer 58. Sie rufen bei einem Telefondienst an und hören Folgendes. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sind verbunden mit dem Sprachinformationsdienst für die Norddeutsche Klassenlotterie. Dieser Informationsdienst wurde zum 31. Dezember eingestellt. Ob Ihr Los gewonnen hat, können Sie auch weiterhin im Internet unter www.nkl.de oder bei der Gewinn-Hotline der Norddeutschen Klassenlotterie erfahren. Die Nummer wird angesagt. Nummer 59. Sie hören im Radio folgende Information. Hier ist der Deutsche Wetterdienst. Sie hören die Pollenvorhersage, ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, von heute Donnerstag 11 Uhr. Am Donnerstag und Freitag wird ein Haselpollenflug erwartet. In den Mittelgebirgen sollte man sich auf starken Pollenflug einstellen. Die nächste Aktualisierung erfolgt am Freitag gegen 11 Uhr. Sie können den Vorhersagedienst auch direkt anwählen. Bitte notieren Sie 069... Nummer 60. Sie hören folgenden Tipp im Radio. Und hier eine Information für alle, die den Führerschein machen wollen. 28% aller Fahrschüler fallen durch die erste Prüfung. Und dann wird es eben noch teurer. Da kann Übung nicht schaden. Und das kann man jetzt auch zu Hause am Computer. Es gibt nämlich inzwischen entsprechende Software, die den Weg zum Führerschein leichter machen soll. Wir, das Team von Bayernradio, haben sie für Sie getestet. Alle Infos über die beiden Fahrschulprogramme für den PC gibt es bei uns im Bayernradio Hörertelefon unter 0911 für Nürnberg 23 56 19. Ich wiederhole, 0911 für Nürnberg 23. Ende des Tests Hörverstehen.